Bei der Renovierung der Kathedrale und bei der Neugestaltung haben wir uns überlegt, wie können wir hier in unserer Kirche, in unserer Kathedrale etwas gestalten, was auch wirklich mit der Kultur zu tun hat hier in der Region. Wie können wir das auch liturgisch in den Griff bekommen? Was sind die liturgischen Kriterien auch? Und verschiedene Elemente von unserer Region, wie können wir das zusammenbringen? Und wir haben dann auch Überlegungen angestellt, wie wir die Ausgestaltung der Kathedrale vornehmen können. Dabei habe ich einen guten Freund von mir zu Rate gezogen, der auch Kirchenkünstler ist, der mit Kirchenfenstern arbeitet, Mosaik, schon lange auch hier in Brasilien lebt, gebürtig aus München stammt, Lorenz Johannes Hallmeier, der auch verschiedene Kirchen in Brasilien gestaltet hat und auch seine Kunstwerke eingebaut hat in den Kathedralen wie zum Beispiel Dourados oder in Rio de Janeiro. Er hat auch sehr viel bei uns, bei den Franziskanern gemacht, in den Kirchen, in den Franziskanerkirchen Brasiliens. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er uns nicht dabei helfen könnte bei der Neugestaltung unserer Kathedrale. Und wir sind dann hier zusammengekommen in der Kathedrale, um einfach auch so das Ambiente zu fühlen und zu spüren. Und wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass sich hier gut der Lebensbaum einfügen würde. Und durch die franziskanische Spiritualität sind wir dann auch auf den heiligen Boaventura gestoßen, der ja von dem Lebensbaum berichtet und auch darüber schreibt, hat da Traktate darüber geschrieben. Und das fügte sich dann auch hier gut ein, der Christus auf dem Lebensbaum, der die Krönung ist, und gleichzeitig auch die 12 Früchte Jesu Christi, die auch eingebaut sind in den Kirchenfenster hier. Die beiden Kirchenfenster, die wir hier sehen, war eine Vorgabe, die schon vorhanden waren, so dass wir zu dieser Gestaltung gekommen sind, das Mosaik und auch gleichzeitig die Kirchenfenster einzubinden in diesem ganzen Werk. Dann sehen wir im Hintergrund nochmal die Kirchenmauern ohne die Verputzung, und als wir damals den Putz abgenommen haben, haben wir uns entschlossen, den Putz nicht wieder drauf zu tun, sondern ihn so zu lassen, wie er ist, um einfach auch darzustellen, dass diese Kirche vor vielen, vielen Jahren gebaut worden ist, vor 200 Jahren, dass wir hier nicht die Ersten sind und wir werden auch nicht die Letzten sein, sondern dass vor uns schon Menschen hier waren, Gläubige, die diese Kirche gebaut haben. Und das soll uns erinnern, wenn wir auf dieses Mosaik schauen, dass wir hier eine Gemeinschaft bilden von denjenigen, die jetzt heute hier sind und die vor vielen, vielen Jahren hier waren, unsere Vorfahren, die diese Kirche gebaut haben und die heute schon im Himmel sind. Weil ja auch gleichzeitig sehen wir hier das Kreuz in diesem Lebensbaum und auch die Leiter, die hinaufführt in den Himmel. Und dass wir so auch eine Verbundenheit schaffen zwischen Himmel und Erde gleichzeitig. Die andere Überlegung war, wenn wir hier einen Lebensbaum gestalten möchten, auf welchen Baum können wir zurückgreifen? Und da lag es nahe eben, dass wir hier einen Paranussbaum als Lebensbaum darstellen. Hier würde man sagen, eine Castanheira do Pará, ein Kastanienbaum aus Pará, der in Deutschland aber als Paranussbaum bekannt ist. Dann sehen wir unten das Wasser, was uns erinnern soll auch an den Amazonas, weil Óbidos liegt direkt an den Ufern des Amazonas. Hier ist auch die engste Stelle von 2 Kilometern. Von daher war Óbidos immer ein strategischer Punkt, dass wir das Wasser des Amazonas hier nochmal aufgreifen und gleichzeitig auch die Wasser des Lebens. Und wir haben dann auch in den Kirchenfenstern die rote Farbe mit eingebracht, die bedeutet,
hier in diesem Fall auch die Waldbrände, die wir haben hier im Amazonasgebiet, die Bedrohung des Regenwaldes und all das, was wirklich auch damit zu tun hat mit der Zerstörung heute, mit der wir auch kämpfen und auch gleichzeitig uns einsetzen für die Bewahrung der Schöpfung. Das soll nochmal diese Spannung zeigen zwischen dem Leben und zwischen die Bedrohung des Lebens und dann Christus, der unsere Mitte ist hier, der ist ja auch die Mitte in diesem Mosaik. Das ist auch dadurch dargestellt durch die Rundenformung und wir haben hier auch den Regenbogen, der uns dazu hinführt zu Genesis. Gott erschuf die Welt. Das wird auch später nochmal hier dargestellt werden in den Kirchenfenstern, die wir hier einbauen werden, wo jeder Tag, den Gott die Welt geschaffen hat, bekommt hier nochmal ein eigenes Kirchenfenster. Und das war für uns eigentlich wichtig, dass wir nochmal auf die Schöpfung, als Gott die Welt schuf, erschuf, dass wir da nochmal hingucken auf diese Perfektion, die Gott erschaffen hat und auch die Verantwortung, in der wir stehen heute, dieses zu bewahren, die Bewahrung der Schöpfung.